Hi Leute und willkommen zurück zu Kina, Bridge of Spirits. Wir sind dabei, erstmal die letzten Häuser noch frei zu räumen, die wir gesehen hatten. Und danach möchten wir eigentlich dann auch dadurch, aber die Häuser sind mir erstmal wichtiger, weil die relativ schnell abgefrischt sein sollen. So, da wir jetzt einen kleinen Teleport haben, das heißt auch viel schneller. Okay, richtig. Moment. Jetzt bin ich da. Komm ich da rüber? Ups. Nein, halte ich doch fest. Toll. So viel zu schneller. Was ist denn da? Natürlich viel, viel langsamer. Nur eine Brücke. Schade, ist hier nichts Verstecktes oder was? So. Ja, hier ist einfach gar nichts. Nice. Okay. Da wäre theoretische Brücke. Kann ich komplett hier aufbauen? Sterbe ich jetzt, wenn ich hier runterfahre? Weil, warte mal, hier waren wir noch nicht? Okay. Cool. Durch dummen Zufall was Gutes entdeckt. Warte mal, hier waren wir aber schon. Habe ich die Kiste nicht gesehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn hier ein Rott war, deswegen sind die Pilze ja hier. Wie habe ich das denn übersehen oder war das damals noch giftig hier alles? Das kann natürlich sein. Deswegen, wenn ich hinkam. Wenn ich es vielleicht auch deswegen gar nicht gesehen habe. Ich glaube hier auch. So. Hier nicht. Diesmal nur einmal. So, wir können da rüber. Wir entspannen uns den Weg da drum rum. Denn wir haben unsere tollen Bäumchen. So. Haben wir hier noch direkt was? Mal halt so. Okay. Hier ist nicht wirklich was. Okay, gehen wir erstmal wieder hoch. Vielleicht später. Ich finde diese kleinen Details hier mit diesen Bändchen und sowas, den Federn, Glocken, alles da. Das sind eigentlich schöne Details. Und dass sie auch ein bisschen so reagieren, wenn wir hier sowas machen oder so. Los auf. Da ist eine der Türen. Viel Spaß beim Werfen. Lass mir eine schöne Ruhe. Haha, wow. Wow. Hört auf mich zu beschießen. Das ist doch unfair. Ihr seid in der Überzahl. Wenn ich Rott mitzähle, dann seid ihr natürlich nicht in der Überzahl. Tropfen oder was auch immer. So. Und dahin. Rap. Okay. Drei Sachen mit einem. Ja. Einem Monster quasi. Wir sind wieder über 6, unter 6000. Ist ja gar nicht. Ups. Oh, eine Maske. Was ist das denn? Zwei Jurus Maske. Das ist was für so ein Wildschwein. Äh.
Naja, das ganze Spiel ein trauriges, trauriger Hintergrund. Aber sonst ist das Spiel schön fröhlich gestaltet. Was mir eigentlich schon ganz gut gefällt, das ist bei Zelda-Serie ja eigentlich auch immer so. Dass man so ein, ja, schön gestaltet, aber dann doch einen düsteren Hintergrund hat. Zumeist jedenfalls. Futtet ihr das auch noch oder habt ihr keinen Hunger mehr? Seid ihr groß genug geworden oder alle fett? Dann war der fett geworden. So. Ja. Noch ein paar. Ja, Diamanten. So, das war das. Wir haben gesehen, wir konnten unten noch was machen. Können wir einfach runterfallen? Nö, wir müssen außen rumlaufen. Na gut. Gehen wir schon mal hin. Ab. Noch irgendwas anderes? Ja, ein wenig verwirrt. Ich dachte, hier unten wäre noch was. Nein, nicht. So, das war's hin. So richtig, wie die grünen Blätter davor waren. Na gut. So, dann gucken wir uns doch hier auch direkt um. Die Musik gerade. Oh, fett! Tushis Maske einfach so erhalten, okay. War das ein Haus hier vielleicht? Also sind alle, oder nicht alle, aber schon ein bisschen unterschiedlich. Viele haben das gleiche Lächeln, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Sind nicht komplett identisch. So, dann gucken wir nochmal oben. Haben wir auch noch irgendwas freigeschaltet. So, hier waren wir, ne? Ja. Dann gucken wir uns hier nochmal um. So, hier waren wir auch schon. Ach, verdammt. Was anderes Neues? Noch das andere Haus, alles klar. So. So, den Durchgang haben wir. Ich sehe gerade gar nicht so viel, weil mir das Licht auf dem Monitor scheint. Toll. In dunklen Gebieten sieht man wirklich gar nichts mehr. So, da ist irgendwie eine Art Höhle. Wow! Okay, jetzt runter. Das sieht doch schon wieder nach einem Bosskampf aus, oder? Wow, das sind so viele. Ich muss ja nicht gleich übertreiben hier. Hallo, flieg doch rüber. Endlich oder wie? Ja.
aus, der Heini. Toll. Das ist ein kleiner Bosskampf für so ein normales Haus. Überall rumschießen. Ich finde ihn überhaupt nicht richtig. Oh wow. Einfach nur wow. Müssen die alle ignorieren oder was? Auch nur bewegen bleiben? Kann das sein? Toll. Wieso? Ich bin daheim die ganze Zeit. Immer. Autsch. Vielleicht bleibe ich einfach hier stehen und beschieße ihn aus Entfernung, weil er haut ja immer ab. Kann ja gar nichts machen. Wieso überleben die das immer? Ich verstehe das nicht. Ah, oh, er hat so doof zu fliegen. Sag mal, komm mehr als ich überhaupt abschließen kann. Wieso hält er so viel aus? Meine Güte, mir gehen die ganzen Pfeile aus, deswegen. Ja, das ist okay. Ich weiß, eine Überzahl. Wow, die zoomen erst. Ab.
du denn her? Was macht der hier oben? Ernsthaft? Das sind wieder so viele. Toll. Hast du den sofort gegen? Ja, vielleicht soll ich das öfter machen. Wieso bist du schon wieder hinter mir? Wow. Sehr gut, wir haben ihn. Oh, die Rottfalle sind super gut gegen den. Cool. Puh, war also auch nerviger als es sollte eigentlich. Also ihm die ganze Zeit hinterher zu fliegen, also ziehen, ist total sinnlos. So wie wir es gemacht haben, jetzt beim zweiten Versuch war es schon echt super. So, jetzt auch das Haus befreit. Oh, sind relativ viele hier. Schön. So, wir bauen hier so einen Lagerplatz. Glaube ich nicht hoch. Ist noch vielleicht irgendwo was versteckt? Glaube es zwar nicht. Naja, ich sehe auch nicht wirklich was. So, da können wir hoch oder wir gucken erstmal hier weiter. Ich werde wieder nichts sehen. Wow. Kann sich ein bisschen mehr Licht machen. Ja, bringt mir nichts. Schade. Vielleicht das hier ein bisschen mehr Licht bringen, irgendwas, aber aktuell irgendwie nicht so was. Was soll diese Fuchsstatue mit den Geweihen eigentlich darstellen? Ich will wieder ins Licht. Da, danke. Ich sehe wieder was. Danke, danke, danke. So. Noch irgendwas? Ups. Ah, schick. So, da kommen wir her. Haben wir vielleicht noch irgendwas anderes? Was mache ich noch? Kleinigkeit. Oder auch nicht. Ich kann theoretisch einmal hier runterspringen, oder? Ja. Futtert, die kleinen Zwinger futtert. Jetzt größer? Stärker? Irgendwas? Die wollen aber auch nicht wirklich mehr was, ne? Oh, echt satt. Und da haben sie sich noch drauf geschürzt wie so kleine hungrige irgendwas, ne? Jetzt wollen sie aber nicht mehr. Na gut, wir sind durch. Dann hätten wir die beiden Gebäude auch schon mal befreit. Da möchte ich vielleicht nicht runter.
Hier ist wohl eher der Weg zurück. So, da hätten wir auch noch ein Haus, was befreit werden muss. Gucken wir aber vielleicht noch ein bisschen später zu. Ah, und zum Wasser. Jetzt falle ich hier wieder runter, ne? Oder auch nicht. Teleport funktioniert. Super. Papa, jetzt kann ich. Nein! Ah, ich bin doof. Jetzt geht die Blume natürlich nicht auf, weil ich hier unten stehe. Schade. So, noch kurz hoch. Okay, hier fehlt uns noch eine Post. Kriegen wir vielleicht noch? Hier waren wir auch schon mal früher. Was finden wir hier eigentlich? Das ist einfach nur. Boah, ich sehe nichts. Hä? Achso, das ist die Höhle. Nur ein anderer Ausgang. Na toll, so habe ich das vorher nicht gesehen. Toll, jetzt kann ich von hier aus wieder nicht zurück. Ernsthaft? Doch, da. Okay, irgendwann werden wir auch das rauskriegen. Ich denke mal beim nächsten Gebiet. Wir können uns ja schon mal von Eingang stellen und dann auch den Part wieder beenden. Wo der Weg war. Ah, dann nächste rechts. Wieso? Irgendwo habe ich ja auch schon mal so eine Brücke runter gemacht, wusste nicht genau, wie ich da hinkomme. So, jetzt hier oben. Ja. Wirkt so. Ah, da sind wir. Perfekt. Gut, dann machen wir erstmal hier den Part zu Ende. Ich freue mich aufs nächste Mal, dass wir wieder ein bisschen die düstere Atmosphäre kommen und mal gucken, ob wir ihn befreien können oder ob danach noch ein neuer Bosskampf kommt, nach den drei Einzelbossen, sag ich mal. Gut, wir machen jetzt Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.